der Nils, der den Aufzug in Berlin am 29.08. angemeldet hat, hat noch mal das Wort. Wir waren so viele Menschen, dass man sich über das Gesetz stellen musste, um zu verhindern, dass man darstellt, wie viele wir dort sind und was wir eigentlich wollen, denn wir sind wirklich sehr viele. Ihr habt es von uns gehört. Am Anfang der Pandemie kannte ich keinen, mit dem ich darüber sprechen konnte. Und jetzt gehe ich zu Familientreffen und dann reden alle nur noch darüber. Und das ist ja schon mal ein klares Signal. Und von denen, die darüber reden, war noch keiner bei so einer Demo. Ja, also wir sind erst am Anfang. Ich finde den Vergleich doof, aber mir fällt kein besserer ein. Wir haben einen Baum. Und dieser Baum ist für mich diese Regierungsspitze und vor allen Dingen der Sitz in Berlin. Und die Axt sind die Demonstrationen, die wir in Berlin auf die Straße bringen. Und da haben wir erst zweimal in den Baum reingeschlagen. Und das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wir dürfen nicht erwarten, dass dieser Baum jetzt schon umfällt. Wir müssen dranbleiben. Jetzt haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wie machen wir das nächste Mal? Weil für uns war am 1.9. klar, wir fahren wieder nach Berlin. Das ist sonnenklar. Und wir können aber nicht jetzt einfach so blind in die Situation reingehen und sagen, ach, das wird schon irgendwie diesmal gut gehen oder klappen, sondern wir haben uns einfach ein Konzept überlegt. Und dieses Konzept ist, wir werden wieder alle Initiativen ins Boot holen, wir werden die LKWs weglassen, wir werden bitten, alle Fahnen zu Hause zu lassen, denn das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was wir bei so einer Demo demonstrieren können, ist, dass wir als Menschen dastehen. Und dann gibt es keine Diskussion mehr von Spiegel TV, die sich auf irgendwelche schwarz-weiß-roten Fahnen stürzt und sagt, guckt mal, die Nazis sind da. Nee, das sind dort nur noch Menschen. Die wissen gar nicht mehr, wen sie ansprechen sollen, wem sie welche Fragen stellen sollen. Deswegen. Und es geht doch überhaupt nicht darum, dass es ein großes Fest für Frieden und Freiheit geben soll. Ich denke, dieses Fest für Frieden und Freiheit können wir feiern, wenn wir diesen Frieden und diese Freiheit endlich erlangt haben. Genau, und aus diesem Grunde wird es auch ein Schweigemarsch sein. Weil ich denke, es ist alles gesagt, was wir gesagt haben können. Man hat überall die Möglichkeit gehabt, uns zuzuhören. Wir haben Politiker eingeladen, wir haben Polizisten eingeladen. Ein paar haben sich gestellt, der Rest ist weggerannt. Am Ende kann jetzt niemand mehr sagen, also hättet ihr mich mal reden lassen. Also wir hätten doch reden können. Wir haben es jetzt ein halbes Jahr lang angeboten und ich denke, jetzt reicht es. Und jetzt müssen wir einfach mal als Volksverein dastehen und das durchziehen. Also ist das Oberste, das könnt ihr gerne an die Leute weitertragen. Wir werden also wieder Busse von Hoch vor Hoch aus allen Städten genau an den Punkt bringen, wo ihr zur Versammlung gelangen könnt. Darüber müsst ihr euch keine Sorgen machen, müsst im Prinzip nur buchen. Frühs geht's hin, abends zurück. Es wird am 10.10. um 5 vor 12 treffen wir uns dann dort. Also soll der Aufzug beginnen. Genau. Alle Initiativen bitte ich, sprecht mit euren Mitgliedern, mit euren Demo-Teilnehmern. Wir brauchen Ordner, die dort an dem Tag dafür sorgen, dass wir wie eine kleine Armee leider dort so aufgestellt sind, dass man uns keine Nichteinhaltung der Abstandspflicht nachsagen kann. Das Spiel spielen wir jetzt einfach noch mit. So. Wichtig ist für mich viel mehr, dass wir dort laufen und gesehen werden. Und wenn die wollen, dass der Zug endlos lang wird, bitteschön, dann machen wir das einfach. Wir machen heute eine Telegram-Gruppe auf. Dort würde ich, damit es übersichtlich bleibt, von jeder Initiative jeweils ein bis zwei Leute mit reinnehmen. Es gibt im Prinzip auch nicht viel zu machen. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir uns an dem Tag dort treffen, gebündelt. Jede Initiative für sich. Und dann machen wir dort, dann wird es einen Ordnerplan geben und dann teilen wir die Leute ein und dann machen wir so eine Art Einlasskontrolle. An dem Einlass werden wahrscheinlich 12 Personen nebeneinander, aufgereiht, vorgeschoben. 12 Personen, vorgeschoben und so weiter und so fort. Damit haben wir die Abstände gewahrt und wir werden natürlich gegen diese Maskensache klagen. Das ist auch noch ganz wichtig. Alle erwarten jetzt und fragen mich, ja, wir haben jetzt in Berlin
Maskenpflicht. Wir haben jetzt in München Maskenpflicht. Ihr müsst für eure jeweilige Demo immer selbst klagen. Und nutzt die Klagepaten dazu, weil das sind einfach die Leute, die sich damit auskennen und die euch dort kostenlos auf dem Weg helfen. Ja, das ist ganz wichtig. Ihr müsst es für eure Demo selbst tun. Es wird kein allgemeines Maskenbefreiungsding geben, weil das immer individuell entschieden wird. Ja, das ist ganz wichtig. Genau, dann hoffe ich, dass wir uns am 10.10. 5 vor 12 sehen. Also es ist so, wir treffen uns südlich vom Großen Stern. Das nennt sich Konrad-Adenauer-Platz. Die Busfahrer wissen auf jeden Fall, wo es ist, und ihr werdet es in den nächsten Tagen auch überall lesen und sehen. Die Webseite steht erst seit gestern, die heißt www.derschweigemarsch.de. Da gibt es im Prinzip keine Informationen darüber, wer da genau dahinter steckt. Das hat eine private Person angemeldet. Wir wollen einfach nicht mehr, dass irgendwelche Initiativen ihre Dinge alleine machen. Auch Querdenken 711 ist wirklich am Limit und kann das auch alles gar nicht mehr bewältigen. Und deswegen gibt es keine Initiative, die das macht, sondern wir machen das einfach alle zusammen. Okay, ich freue mich auf euch. Vielen Dank. Nils, danke dir für die Vorabinfo für Berlin. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das eine gute Reaktion ist auf das, was hier gerade läuft.